und wir kommen, wie es so schön heißt, in die Tagesordnung der heutigen Plenarsitzung des Nationalrats. Erster Tagesordnungspunkt wird die Behandlung des Klimavolksbegehrens sein. Im Vorjahr haben 380.000 Österreicherinnen und Österreicher das Klimavolksbegehren unterzeichnet. Zu den Forderungen zählten die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung und ein verbindlicher Reduktionspfad für CO2-Emissionen. Volksbegehren, die mehr als 100.000 Unterstützer finden, müssen im Parlament behandelt werden. Heute hier im Plenum. Zuvor gab es aber schon einen Umweltausschuss zum Thema Klimavolksbegehren und in diesem Rahmen auch vier insgesamt Expertenhearings zu vier Themenblöcken. Die Redner, die Sie jetzt gleich erleben werden, und Rednerinnen, sind in der ersten Runde die Klima- und Umweltsprecher bzw. Sprecherinnen ihrer Parteien. Als erste wird Julia Herr von der SPÖ auftreten. 50 Grüne, 45, Neo 36. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für den gesamten Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 18 Minuten, je 5 Minuten pro Debatte. Wir kommen zur Abstimmung. Wer mit diesen dargestellten Redezeiten einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Ich danke. Wir gehen in die Tagesordnung ein und gelangen zum Punkt 1 der Tagesordnung. Ich darf die Frau Bundesministerin recht herzlich in unserer Mitte begrüßen. Es ist dies der Bericht des Umweltausschusses über das Volksbegehren. 348 der Beilagen, Klimavolksbegehren, 697 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet und zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Herr. Thank you.